Yo, Gibbs und Galle, der Metal Talk für harte Kerle und harte Kerlinnen. Wir supporten, wir stellen vor und wir machen Themen Talk. Denn wir sind der Underground. Heute mit einer auch schon lange unterwegs seienden Band. Stellt euch am besten einmal selber vor. Einmal einfach nach der Reihe, würde ich sagen. Da macht es am einfachsten. Alles klar. Ja, dann fangen wir einfach mal an. Gesang, Sven. Da habe ich Christopher, Liedgitarre. Daniel, Spielschlagzeug. Alexander, Rhythmusgitarre. Und ich unser bin Christian. Genau, unser Bassist. Aber ganz wichtig im Bild, unser Maskottchen ganz oben da, das ist unser Wachsmann. Das ist auch, den habt ihr auch mal auf der Bühne, habe ich gesehen, ne? Ja, genau. Richtig. Okay, mögt ihr noch euren Bandnamen verraten, damit die Leute auch wissen, wer hier zu Gast ist? Wie heißt denn der? Nicht gesagt, Minerva natürlich. Ja. So, ich muss ja eben hier voll professionell mein Handy auf lautlos machen, sonst raste ich nämlich aus. Ich hasse das immer. So, jetzt aber. Aus dem Sauerland, genau. Ich überlege gerade, oder ich habe die ganze Zeit überlegt, aber ich weiß nicht mehr genau, wie ich auf euch aufmerksam geworden bin. Ich weiß nicht mehr, ob ich euch angeschrieben habt oder ihr mich oder wir uns auf halbem Weg getroffen haben. Ich weiß es nicht mehr so richtig. Ich glaube, es war der halbe Weg bei euch in dem Facebook-Chat. Jo, stimmt. Da war es, genau. Wieso haben wir euch noch nicht bekannt gemacht? Und so stimmt. Und dann hat mir der Boris hat mir deine Nummer gegeben. Ja, Boris kennt, glaube ich, auch jede Band in Deutschland, ne? Ja. Ja. Genau. Ja, stimmt. Ja, ah, ja, genau. Ihr habt es eben schon angesprochen. Ihr kennt das Valhalla auch. Ich war da auch jetzt schon zwei, drei Mal. Und durfte mich dann auch das. Ich weiß nicht, kennt ihr den neuen Backstage-Bereich? Nee, nein. Also hinten, wo der was hat, Billardtisch oder Kicker oder was da steht? Ja. Da ist jetzt so ein Vorhang. Das heißt, es ist sogar noch ein bisschen abgetrennt. So, aber darum geht es ja heute gar nicht. Genau. Und dann habe ich mir die Mucke angehört und ich muss ja mal in Kategorien denken. Ja, ich muss immer irgendein Genre haben, damit das für mich einfach vom Denken her leichter ist und ich da besser mit umgehen kann. Aber ich glaube, wenn ich jetzt sage Melodic Death Metal, glaube ich, würdet ihr das nicht total scheiße finden. Nee, also wir machen ziemlich genau das, aber wir geben unserem ganzen Ding einen eigenen Namen, so wie die guten In Flames damals Göteborg Death Metal gemacht haben wir uns mittlerweile auf die Fahne geschrieben, dass wir Westphalian Death Metal machen, weil wir kommen aus Westfalen und gerade vor allem unsere Texte handeln alle aus so Mittelaltergeschichten, die alle so in Westfalen passiert sind. Und deswegen sagen wir einfach, okay. Unser Motto ist, deswegen Westfalian Death Metal. Ja, ich finde, das funktioniert aber auch immer. Also ich finde, wenn man so ein, ich nenne das jetzt mal lokalpatriotischen Vorsatz hat. Also irgendwie zum Beispiel My Dominion aus Essen, die haben halt auch hinten drauf stehen, anstatt dieses explizit Lyrik, Essen Death Metal. Ja, oder, also das finde ich, so passt immer ganz geil. Jetzt habe ich sehr oft gelesen, das ist auch direkt meine Frage, die ich direkt abhandeln, sonst macht sie mich wahnsinnig. Ihr werdet mit einer bestimmten Band relativ oft verglichen. Ja. Echt? Dann sag doch mal. Ich weiß ja nicht, ob das so ist. Das ist ja das, was das Internet sagt, deswegen frage ich euch ja. Was glaubt ihr, mit welche Band gemeint sein könnte? Wahrscheinlich recht weit vorne im Alphabet fängt das an. Also, und zwar doppelt.
Genau, genau. CC Top ist es nicht. Soweit, das kann ich verraten. Ja, genau. Ja, tatsächlich. Aber ich muss sagen, ich habe das halt erst hinterher gelesen. Ne? Ich versuche immer, wenn ich eine Band entdecke, sage ich mal, oder ich werde entdeckt von einer Band. Ja, also ne, manchmal, wenn ich irgendwas, was weiß ich, irgendwo im Feed in irgendeinem Social Media Rausch irgendwas sehe ich, im Moment kenne ich nicht. Oh, entweder finde ich es kacke oder ich finde es geil und bei euch fand ich es geil. Und musste aber tatsächlich auch so ein bisschen stellenweise an Amon Amarth denken. Ja. Aber das fügt sich so ein bisschen zusammen. Ich meine, gut, die singen jetzt natürlich nicht über die mittelalterlichen Themen aus Westfalen, aber halt aus dem skandinavischen Westfalen. Ja. Ist das für euch, ist das ein, ich sag mal, ein Gütesiegel? Ist das für euch ein Ritterschlag? Nervt das? Weil ich kann mir vorstellen, als Band will man nicht, ich versuche auch, tun nichts mittlerweile zu vermeiden, immer zu sagen, ja, klingt wie so und so. Weil dann nimmt man der Band so ein bisschen die Eigenständigkeit oder sage ich mal, den eigenen Sound. Deswegen sage ich mal, für Fans von. Ja, das heißt, wenn ich jetzt sage, für Fans von Amon Amarth, die würden euch hundertprozentig nicht kacke finden. Aber dennoch liegt halt dieser Vergleich oder der, ja, so ein bisschen nah. Wie seht ihr das? Also ich glaube schon, dass wir da sicherlich gewisse Parallelen an der einen oder anderen Stelle aufweisen können. Dazu, sorry, wenn ich jetzt Wort falle, dazu muss ich sagen, aber früher Amon Amarth. Also ja, ich finde, ja, wenn man bei Amon Amarth ist, dann so bis zur Death and Fire. So und ne, also sehr, sehr rumpelig. Also oldschool, ich sage mal so. Ja, also man muss auch sagen, zum Beispiel haben wir uns ja damals, das ist ja nun auch schon über 20 Jahre her, zu der Zeit war, glaube ich, da die Death and Fire auch aktuell. Und in der Zeit haben wir uns auch irgendwie zufällig gegründet und fanden zufällig die Musik auch immer ziemlich geil. Ne? Ich erinnere das noch so. Weil wir waren mal sogar zusammen in der Matrix. Ja. So, ne? Wo war irgendwie mit, naja, ich glaube, was waren wir denn da? 5 Leute schon? 3/5 oder so? Waren wir dann irgendwie auf dem Konzert und fanden Schweine geil. Das war Amon Amarth war damals ja noch relativ klein. Ne? Also es war in der Matrix irgendwo halt. Vor 20 Jahren. Ja, ich glaube, ich habe noch ein Konzert, wo Pursuit of Vikings als Do You Wanna Hear a New Song vorgestellt wird. Und ja, ist einfach schon 20 Jahre her. Das ist krass, wie die Zeit vergeht. Ne? Aber ich glaube, das war so, wo die gerade irgendwie angefangen haben, durch die Decke zu gehen. Ja, aber die Musik, muss ich sagen, die Musik ist jetzt, die war am Anfang nicht so. Die ist jetzt, ich sag mal, mit dem über 20 Jahre Können, was ein bisschen besser geworden ist als vor 20 Jahren, so entstanden. Also unsere Musik am Anfang hättest du nicht mit Amon Amarth verglichen. Da wollte ich, genau, das ist mir vorweggenommen, da wollte ich mir jetzt gerade drauf zu sprechen kommen. Ja. Ich weiß, mit wem schreibe ich bei WhatsApp? Na, mit mir. Okay, weil du, ich glaube... Also mit mir aber auch. Wir haben uns auch zwischendurch schon geschrieben. Okay. Daniel. Ja, okay, weil ich hab immer so, ich muss halt immer abchecken und dann werden die Leute so abgespeichert, ich habe dich jetzt nur als Sänger abgespeichert, aber jetzt weiß ich Sven. Okay. Und du hast mir, glaube ich, auch einen Link zu einem sehr alten Song, glaube ich, geschickt. Wo ihr noch so ein bisschen. Oder ich. Moment, ich will mich jetzt auch nicht hier irgendwie nicht ins Wespennest stechen oder so. Ich glaube zumindest, dass der Song von dir, der sehr, sehr viel Gothic und so Clean Gesang war. Ja, da war da mal was drin. Da habe ich dir mal was ganz Altes geschickt. Walisch. Ja, genau. Okay, ich war mir jetzt gerade nicht ganz sicher, aber ich meine nämlich genau. Und dann, ja. Und dann habe ich, wie heißt der Song? Sturmdrang, Sturmsong? Sturmtag. Ja, genau. So, und da habe ich das so, das ist ein absolutes, du hast gerade schon gesagt, was das musikalische Können oder die Weiterentwicklung angeht. Da hast du halt tatsächlich einfach zwei Seiten der Medaillen, aber man hört halt, das waren die Anfänge, also auch natürlich soundtechnisch, weil vor 20 Jahren das noch nicht so, glaube ich, möglich war, wie es heutzutage ist. Und dann halt, ja, einfach die totale Schlachtplatte, wo man denkt so, also ich habe einem Kollegen gezeigt, ich sage, guck mal, wie findest du das? Die so, boah, geil, so Amon Amarth von früher mit noch ein bisschen mehr Eier und so ein bisschen Thrash-Metal Dings drin. Ich so, okay, ich so, und dann so ein paar andere Songs, ich so, wie findest du den?
Oh, ja, ist nett, aber ist jetzt nicht so meins. Ich so, ja. Weiß noch eben, wo du gesagt hast, hier Amon Amarth mit Eiern. Ich so, das ist die gleiche Band. Er so, hör auf. Ich so, doch, ist so. Ja, wie kam es denn dazu, dass ihr von dem, ja, leicht, also, oder von dem Stil zu dem gekommen seid, was ihr jetzt macht? Also, das Ding war, dass unser damaliger Keyboarder, der jetzt unser Bassist ist, der Christian, dass der uns damals verlassen hat, weil er ist eigentlich voll der Gothic-Fan und hat noch ein zweites Projekt am Laufen, Kreuzversuch heißt seine Band. Und er hat damals die Entscheidung zu treffen, Familie, Haus gekauft und allen Bums. Und dann, ja, ich habe nur noch Zeit für eine Band. Und dann hat er uns halt mit samt Keyboard verlassen. Ja, so. Und dann standen wir dann nur noch zu fünft. Und wir haben dann kurz überlegt, sollen wir da ein Keyboard einbauen oder nicht. Ja, okay. Und dann haben wir uns halt für definitiv Nein entschieden, weil wir gemerkt haben, ah, das klingt alles viel metallischer und viel fetter, wenn wir halt ohne Keyboard das spielen. Es gibt halt wenig, finde ich, Bands, die mit Keyboard halt geil klingen im Metal-Bereich generell. Ja, so. Ich bin jetzt nicht so ein riesen Keyboard-Fan. Ja, wenn da mal so ein paar Intros, Autos gemacht werden, finde ich das ganz fett. Aber ja. Im Großen und Ganzen, ich wollte immer Death Metal machen. Ja, so. Ja. Im Death Metal hat Keyboard aus meiner Sicht halt einfach nicht zu suchen. Ja, also, Keyboard kann halt schnell kitschig klingen. Ja, das Problem damals ist gewesen, der Christian hat versucht natürlich sein ganzes Know-how, was Keyboard und so angeht, in die Musik einfließen zu lassen und hat ja so ein bisschen, sag ich mal, die Fahrwasser sozusagen dirigiert. Wir haben das erstmal so entstehen lassen. Ja, okay. Weil er aber gesagt hat, ich mache jetzt mal einen Cut und steige aus. Das war, da ist ja der Richard damals als Bassist dazu gekommen. Das war so, da haben wir gesagt, jetzt besinnen wir uns nochmal neu und starten das Ganze nochmal, resetten nochmal und fangen nochmal so ganz neu an und gehen nochmal so in uns, was wollen wir eigentlich. Und dann ist erst so eigentlich die Phase entstanden, wo wir dann so über die Jahre bis heute hin gekommen sind. Okay, jetzt sagt ja aber der, Christian war der Name, ne? Ja. Christian war früher Keyboarder und Gothic-Fan und ist jetzt Bassist und Death-Metaller. Oder wie? Was ist da passiert? Der hat tatsächlich zwei Herzen in der Brust. Ja. Und der macht bei uns den Bass super gut, alles super geil. Er hatte auch richtig Bock drauf, vor allen Dingen, wenn du mit dem Instrument vorne stehen kannst, was machen kannst. Das ist ja was anderes, als wenn du mit dem Keyboard irgendwo da an der Seite, so wie der arme Schlagzeuger auch, der hat keine Chance, groß mit dem Publikum in Interaktion zu treten. Ja, stimmt, ja klar, aber als, ja. So gefangen mit der Seintasten. Und das ist für ihn so eine Sache gewesen, da kann ich mich so ein bisschen verwirklichen und auch mal Gas geben. Ja. Diese Chance damals dann genutzt. Der Bassist, den wir zwischendurch hatten, der Richard, der ist beruflich aus Deutschland, die Dinge streichen. Der ist jetzt Österreicher geworden, der konnte halt nicht mehr bei uns was spielen. Und dann war die Stelle vakant. Und Christian, der hat immer Kontakt zu uns gehabt weiter. Der hat auch ein kleines Studio, mit dem nehmen wir auch auf und so. Und der kam sofort und sagte, ey, der Richard ist weg, wie sieht's aus? Was spiele ich doch auch? Ich wäre sofort wieder dabei. Ich habe wieder Bock. Kinder sind groß, Haus ist fertig. ich habe wieder Bock. Und der ist kein Death Metaller, überhaupt nicht. Ja, so. Aber er hat halt einfach Bock, live Musik zu spielen. Und wenn du den live auf der Bühne siehst, der reißt die Hütte ab. Das ist schon, das ist richtig cool. Also er hat, wie gesagt, diese zwei Herzen. Er ist eigentlich der Gothic-Fan, würde ich so sagen. Ist er halt. Ja, so. Ja. Und aber er hat halt dieses Herz Musik machen mit Nera, weil er früher bei uns Keyboard und das ist halt, ja. Ja, er liebt, wir lieben uns halt einfach so als Truppe zusammen. Wir sind zwar ein chaotischer Haufen, aber ja, ey, wie gesagt, wir sind, haben ja auch noch nie einen Bandmitgliedwechsel gehabt oder sowas. Ja, also der Christian ist halt auch wieder gekommen. Ja. Und wir haben uns so gegründet quasi. Also Alex, Daniel und ich, wir haben uns irgendwann in so einem verkackten Proberaum in so einer alten Scheune kennengelernt. Ich habe noch eine andere Band gehabt und meine damalige Band, ja, die waren halt nur am Saufen und am andere Sachen konsumieren und zwar nur permanent und ich wollte eigentlich auch mal live auftreten, so, und dann waren Daniel und Alex waren dann irgendwann mal da und
Dann habe ich bei dem mal ein bisschen gesungen und dann war das so, ja, gesungen. Du hast ja was gesungen. Ja, habe ich auch mal zwischendurch. Mal so ein bisschen clean habe ich auch im ersten Album probiert. Ja, so. Ja. Aber das hat halt keinen Sinn gehabt. Ja. Da hätten wir einen Sänger gebraucht. Ja. Okay, aber als ihr euch gegründet habt, war schon klar, ihr wollt Richtung Death Metal gehen? Also war das so die Idee? Ich sage auch, weil die immer härtere Musik machen, das ja. Sagt schon. Ja, so die ersten Platten, ja, die waren halt schon ziemlich experimentell, ne? Also wo wir so das erste Mal aufgenommen haben, ne, das war zwar schon hart und mit Gekreische und Gegröle. Aber Death Metal kannst du das, konnten wir nicht, hätten wir nicht gekonnt. Nee, nein. Ne? Aber ja, mit den Keyboards, es war deutlich epischer irgendwie alles auch. Wir haben da Songs gehabt, wie immer. 7-8 Minuten Songs aufgenommen. Also ich ja, sage, die so. Songs sind echt geil. Also ich finde die Songs auch heute, wenn ich die mal anhöre, an sich finde ich die Songs auch echt gut. Und das hat auch echt zu der Zeit Monster geil Spaß gemacht. Ne? Darum geht's. Aber Death Metal, Death Metal war es halt deswegen also, halt auch nicht. Ne? Genau, also ich frage halt wegen dem Bandnamen. Ne? Weil der musikalische Stil sich ja schon sehr verändert hat im Laufe der Jahre. Ja. Und warum ich jetzt frage, ist, wenn du jetzt, das ist ein blödes Beispiel, was weiß ich, du gründest dich als Sisters of Mercy oder sowas, ja, und dann machst du aber 20 Jahre später auf einmal so eine Mucke wie Cannibal Corpse. So, da wäre das ja wahrscheinlich mit dem Namen so ein bisschen schwierig. Deswegen würde ich mich erstmal interessieren, was bedeutet der Name und wie seid ihr auf den Namen gekommen? Ja, Bandname war damals so, ja, was machen wir denn mal, wie nennen wir uns mal? Ja, und dann irgendwie ist, es gab eine keltische Kriegsgöttin, Minerva hieß die. Ja? Okay. Aber dieses I war so ein bisschen blöd. Das kam uns so weiblich und so feminin vor. Nichts gegen Frauen. Aber haben wir einfach ein E rausgemacht und dabei ist es geblieben. Also es ist eine Abwandlung von der keltischen Kriegsgöttin. Hat halt den Vorteil, dass man zum Beispiel, wenn man Google aufhat, immer sofort erstmal uns findet, ne? Ja. Das war das Wort im Grunde erfunden. Wir haben quasi den Namen erfunden. Oh. Das war den wirklichen Künstlername, das Ding. Ja. Ich glaube dann, wenn ich, wir sind auch gerade dabei, unsere Band, unsere ganz alte Band wieder aufzubauen. Ich glaube, dann nennen wir uns irgendwie in, weiß ich nicht, so Lucy Cat oder in irgendein Pornostern. Dann werden wir auf jeden Fall, wir werden viel gefunden. Zwar von den falschen Leuten, aber... aber die Idee ist gar nicht so schlecht und vor allem... alles, was so mit Mythologie und so ist, jetzt egal aus welcher Ecke, ob jetzt nordische Mythologie oder griechische Mythologie, das geht im Metal eigentlich immer. Genau. Ne? Also so historische Sachen. Ihr habt jetzt quasi dieses Jahr Jubiläum, ne? Oder hattet ihr schon Jubiläum? Habt ihr das irgendwie, kann man das so auf den Tag festmachen, wann die Band stand? Oder ist das so ein, hat sich das so, sag ich mal, entwickelt? Also im Grunde haben wir es verpasst. So richtig mal zu feiern. Wir hatten ja mehr oder weniger, sag ich mal, letztes Jahr Jubiläum, 20 Jahre. Ne? Aber so eine richtige Party haben wir da eben gar nicht gemacht. Ja, nee. Schade. Ja, das ist wahrscheinlich so eine Ehe, ne? Nach 5 Jahren, hey, nach 10 Jahren, und nach 15, So. das kann man nicht sagen. Also, das ich glaube, das passt immer noch tipptopp. Okay, das heißt, man geht sich noch nicht auf den Sack. Ja. Nein, überhaupt nicht. Also vor allem, im Gegenteil wollte ich gerade auch sagen, im Moment, also nach Corona, weiß ich auch nicht, was so, oder also es fing kurz vor Corona eigentlich schon an so. Und jetzt so nach Corona sind wir eigentlich aktiver denn je, auf jeden Fall live. Ja, ich kann mir noch irgendwie, aber nach dieser komischen Pandemie da, läuft das bei uns irgendwie und wir spielen andauernd irgendwo. Weil Daniel immer sich um alles kümmert da mit Spielen und Live und so. Ja, ich glaube, das ist diese Euphorie, nenne ich es jetzt mal, die man hat, dass man wieder bald spielen kann und dass die Leute jetzt, vor allem jetzt, nachdem dieser, ich sag mal, es wurden ja jahrelang oder 2-3 Jahre wirklich die Konzerte immer wieder verschoben, dass die Leute irgendwann gesagt haben, boah, fickt euch hier, dann gehe ich halt nicht zu der Band, so auch wenn die Band nichts dafür kann, aber irgendwann hast du halt die Schnauze voll. Und ich glaube, dass diese ganzen Nachholkonzerte, dass das jetzt vorbei ist und Leute jetzt wieder Bock haben, zu mehr Konzerten zu gehen. Ja, wobei ich es im Underground immer noch schwierig finde. Ja, weil du halt einfach Leute hast, die kein Problem haben, sich für 300 Euro eine Wackenkarte zu holen. Ja, aber nur weil sie eine Band nicht kennen, sagen sie, 12 Euro ist mir zu teuer. Ja, aber das ist jetzt aber auch, also das ist ja nochmal ein anderes Thema.
Genau, habt ihr, was ich sagen wollte, dass man, glaube ich, deswegen diese Euphorie hat, weil sehr, sehr viele Bands haben gesagt, während der Pandemie waren sie unheimlich kreativ, weil du halt gezwungen warst oder viel, viel Zeit hattest, dich um Mucke und Songwriting und so weiter und Riffschreiben und so kümmern konntest. Und auf der anderen Seite wurdest du auf einmal, ich glaube, ich sag jetzt mal unsere Generation, weil ich glaube, so viel jünger wie ihr bin ich jetzt nicht, ja, vielleicht die Rentner oder so, die kennen das noch, aber dass du zu Hause eingesperrt warst, mehr oder weniger, so ein Lockdown, sowas hat keiner bisher, glaube ich, erlebt. So, und dass auf einmal die Situation da ist, du bist ja fast schon gefangen, ne? Weil du kannst nicht raus, du kannst mit deinen Kumpels, klar kann man dich irgendwo treffen und dann saufen, aber eigentlich war ja diese Kontaktbeschränkung die ganze Scheiße, ja, und dann ist man auf einmal von der Situation und sagt, wie, ich kann hier auf ein Konzert gehen? Wie, jetzt ist hier, was weiß ich, also, na gut, da wusste man am Anfang nicht, aber dass da einfach 2 Jahre komplett fast alles dicht war. Und wenn du dann sagst, Alter, jetzt können wir wieder loslegen. So, ich glaube, für jede Band, die 2 Jahre nicht spielen konnte und dann ihr erstes Konzert, ich glaube, da sprüht man vor, Euphorie über. Mhm. So. Jetzt habe ich aber ganz schön ausgeholt, nur für diese kleine dumme Aussage. Aber, Passt schon. Also bei mir ist das auch mal, das kann jeder aus der Band bestätigen, ich brauche auch immer sehr, sehr lange, um auf den Punkt zu kommen. Ich muss erstmal eine Geschichte erzählen. Und dann ja, geil ist, wenn du dann erzählst und dann kommst du aber nicht zum Punkt, weil du den Punkt nicht mehr weißt. Ja, das passiert auch, ja. Dann erzählst du aber auf einmal bist du beim Fahrrad und weißt, du wolltest eigentlich zum was ganz anderem. Wie sieht das aus, wenn ihr Songs schreibt? Ja, ihr habt ja jetzt in den 20 Jahren den einen oder anderen Song mit Sicherheit schon geschrieben. Gibt es kreative Differenzen? Habt ihr so einen Mastermind, der sagt, hier ist der fertige Song und der Rest darf so ein bisschen Input geben? Okay, das Thema, alles klar, danke. Also ich glaube, das hat sich ja auch entwickelt. Ne? Ja. Früher hatte ich halt immer die ganzen Sachen schon fast fertig im Kopf und habe die mitgebracht und dann ist immer was ganz anderes draus geworden. So, ne? Und irgendwie ist das aber mittlerweile, dass ich gar nicht mehr so viel im Kopf habe. Sondern wir sind ja mittlerweile so krass eingespielt, dass man irgendwie einfach nur noch irgendwas raushauen muss, wo man so eine grobe Idee hat. Und dann weiß Alex, was er spielen muss. Oder man muss es immer sagen so, ne? Aber dann weiß er genau, wie er es spielen muss. So, bei Daniel genauso, bei Sven auch, ne? Der hört sich das dann immer an. Also ja, gut. Irgendwie alles viel, viel routinierter geworden, ne? Ja. So, aber wir sind halt auch einfach, wie soll ich sagen, es bringt sich mittlerweile jeder viel mehr noch anders auch irgendwie ein und so. Das ist schon ganz cool. Ich glaube, das letzte Wort aber einmal nicht. Ja, aber gut, ich kann mir aber auch vorstellen, dass man natürlich nach so langer Zeit man sich ja auch so in- und auswendig kennt, dass man genau weiß, okay, bei dem Song, da will er wahrscheinlich jetzt so richtig geil Double Bass spielen. Also weißt du, dass man schon den fertigen Song quasi hat, wenn das erste Riff steht. Ja, ja, und wir proben eigentlich regelmäßig. Also jetzt konnten wir leider 3 Monate nicht proben. Aber ansonsten proben wir jede Woche. Also bei uns im Proberaum hat es einen Schwellbrand gegeben, deswegen durften wir nicht in unserem Proberaum sein. Ihr wart das. Jo, das habe ich, letztens hat mir das schon irgendeiner erzählt, ich weiß aber nicht mehr wer, aber wahrscheinlich, wird jetzt nicht so viele Proberäume in so kurzer Zeit gegeben. Doch, stimmt, da habe ich gehört. Ja, und jetzt konnten wir seit Mitte Dezember leider nicht proben. Also jetzt waren so die Auftritte, die wir zum Glück hatten, so einmal im Monat, waren jetzt unsere Proben. Ja. Okay. Ja, ich finde. Ich habe schon wieder Bock, jetzt ab hoffentlich nächste Woche wieder normal proben zu können. Ja. Also, denn jetzt ist es schon scheiße. Wenn wir jede Woche, eigentlich ist montags unser fester Probentag. Proben wir auch immer. Wenn nicht Urlaub ist und keine Ahnung, Christopher halt nicht da ist, weil dann macht es keinen Sinn. Aber ansonsten proben wir echt jede Woche. Ja, einmal die Woche, immer montags abends. Das ist fest drin und. Und das ist, glaube ich, auch relativ selten. Ja. Was ich immer so höre, dass eine Band echt so regelmäßig probt. Und dadurch irgendwann kommt das halt. Christopher spielt was und dann spiele ich was dazu und das passt eigentlich mal. Wir haben auch manchmal eine Probe, da weiß ich nicht, da jammen wir einfach 3-4 Stunden oder sowas. Ne? Nehmen das irgendwie auf und manchmal verwurzelt man das dann oder nicht. Ne? Also das ist so ganz unterschiedlich tatsächlich auch. Ne? Und wenn es dann ja, eingemachte geht, wenn so langsam so ein Kuchen raus wird und man weiß, es wird ein Erdbeer heute und so, dann geht es halt manchmal schon wirklich los, dann lädt sich dein Hammer auch schon mal in die Köpfe.
aber dann geht es wirklich ins Detail und dann wird es schon mal so, wie soll ich sagen, ja. Dann wird es halt auch schon mal lauter im Proberaum. Ja, genau. Aber, aber ich denke mal, jedem von uns ist klar, dass es nie persönlich ist, sondern das ist halt eine ganz wichtige Sache. Ja. Ich meine, das ist dann halt auch wie eine gute alte Ehe sein sollte, ja, was dann auch mal aushält, wenn man dann mal sagt, meine Fresse, jetzt reiß dich mal zusammen. Ja, so, jetzt konzentriere dich mal auf den Scheiß hier, ne, so. Und wir hatten auch früher auch andere Sachen, also auch vom Texten, wir hatten früher zum Beispiel erst die Texte, ja, so. Und das mache ich aber mittlerweile komplett anders. Also ich schreibe ausschließlich nur noch die Texte und ich brauche erst die Musik. Genau, das wäre auch meine nächste Frage gewesen, ob was der erste ist. Für mich als Sänger, ich habe mich da mittlerweile so dran gewöhnt, dass ich ganz klar sage, wenn ich vorher die Musik habe, du spielst mir, das hat mir aber auch schon der ein oder andere mal gesagt, du spielst mir drei Riffs vor und dann nach dem vierten Mal singe ich da was drauf. Bumm. Also das ist irgendwie, keine Ahnung, meine Frau hat gesagt, ich habe da ein Talent. Und ich setze mich dann hier zu Hause an und höre mir dann halt 3, 4, 5 Mal das Riff an und dann schreibe ich da halt dazu meinen Text. Ja, aber damit er halt auch von der Länge her passt und so, weil andersrum finde ich es viel komplizierter, wenn erst der Text da ist. Ja. Und dann ist das Riff zu schnell oder so, oder ja, dass du das sagst, okay, das Wort ist jetzt zu lang, aber anders, ja. Weil ihr habt ja auch ausschließlich englische Texte, meine ich, ne? Das ist immer alles aus dem Pipi kommen, ne? Wir hatten auch schon mal ziemlich dunkle Zeiten. Da haben wir ein halbes Jahr in einem Song gesessen und den dann auch immer verworfen. Ja. So, und das aber auch also mehrmals schon gehabt, so eine Situation. Ne? Weil es dann nicht fertig wurde, dann war nicht irgendwie so, irgendwas war nicht so, wie es hätte sein sollen, sag ich mal. Ne? Oder war nicht so, dass wir dahinter standen und so. Ne? Also das ist, wie gesagt, da sieht man dann doch auch irgendwie einiges so. Aber wir machen keine Eile. Ja, das ist unser Glück. Ist ja ein Hobby. Ja, gut, genau. Kommt. Also so auf Krampf macht das ja so auch sowieso, finde ich, sowieso keinen Sinn. Nein. Und das finde ich ja auch das Schöne daran, also dass wir alle einen vernünftigen, sauberen Job haben, ja, und sag ich mal, das ist halt mein liebstes Hobby oder unser liebstes Hobby und ich sage mal, ein Hobby, was kein Geld kostet, ist halt kein Hobby mehr. Ja. Deswegen ist mir das, ja, also ich finde das auch immer krass, wenn einige Bands, sag ich mal, die auch auf dem Level oder Niveau von uns sind, was die da manchmal für Vorstellungen haben, was die für Prämien oder Geld haben wollen, wenn die irgendwo spielen. Ja, also meine Meinung ist immer, es ist schön, wenn man was bekommt, ja, ne, so, oder ne, und also ein Essen und Trinken sollte schon mal wenigstens so mal drin sein, ja, wenn man irgendwo spielt. So, ja. Aber sonst habe ich doch Bock zu spielen, ja, weil ich bin nicht darauf angewiesen, irgendwo zu spielen, sondern ich habe da Bock drauf, ja, und deswegen ist mir das Shit egal, wir kommen, zack, sag uns, wo wir spielen sollen, wir kommen, zack. Ja, das ist, viele Bands sehen natürlich, sind da natürlich ein bisschen anders drauf, ja, aber ich finde immer, das ist so ein, so ein Geben und Nehmen, aber also man muss sich einfach irgendwo vernünftig committen. Ja, ich kann von der Band nicht erwarten, dass die da hinkommen, für Nüsse spielen, ich denen am besten noch nichts zu essen und zu trinken gebe, weil, ne, keine Ahnung, und dann kommen die, haben die, was weiß ich, noch 60 Kilometer Anfahrt und bleiben auf den Spritkosten sitzen. Ich finde, es gibt so ein Minimum, was schon machen sein oder was sein sollte. Du kannst aber auf der anderen Seite, finde ich, als Band nicht sagen, so, ich will jetzt hier, 300 oder 400 Euro Gage sehen, ja, und der Veranstalter, der muss ja auch, ich sag mal andersrum, du musst ja als Band, kannst du auch 5.000 Euro verlangen, wenn du den Laden voll machen kannst, der diese 5.000 Euro bringt. Ja, also das finde ich immer so, ja, wenn Metallica sagen, die wollen 10.000 Euro Gage haben, die wollen weitaus mehr, aber als Beispiel, ja, dann kannst du relativ sicher sein, dass der Laden auch voll ist. So. Ja, klar. Ich habe das letztes Jahr gehabt, da habe ich ein Konzert organisiert in Oberhausen. Mhm. Mit 4 Bands, glaube ich. Eine Band sagte, da sagten alle von denen, die sind super bekannt hier und so, nimm die, hast die Hütte voll. Die sagten, ja, wir wollen auf jeden Fall 150 Tacken haben. Also, gut, weil er sagen, ihr seid zu voll, klar. Drei Leute haben die mitgebracht. Haben aber hinterher gesagt, ja, hier, die 150 Tacken, die kriegen wir aber, ne? Gut, haben sie gekriegt, will ich nie wieder was von hören, aber dann 3 Leute mitbringen, habe ich das letzte Mal was mitgemacht. Das finde ich geht auch nicht. Dann sagt man, ja, okay, komm, uns kamen 3 Leute. Und man sagt, pass auf, wir machen Door Deal und
wir gucken, was geht. Ja, weißt du, aber sagen, ne, hier, 150 wollen wir auf jeden Fall. Und dann bringen die drei Leute aus ihrem Ort mit. Ne. Ja. Ja, oder bringen 25 Leute mit und 24 kommen auf die Gästeliste. Ja, oder so. Oder so. Wow, super. Ja, nein, also da muss man schon die, wie sagt man, die Kirche im Dorf lassen. Ja, ehrlich. Ja. Aber sowas gibt's auch. Also, wenn wir nach Köln fahren, zum Beispiel, finde ich es auch super, wenn wir dann, wenn der Büro sagt, hier, eure Spritkosten kriegt ihr auf jeden Fall raus. Genau. Ne? Trinkt so, Spitze. Trinkt ihr Kölner und Spritkosten kriegt ihr, Pizza haben wir nebenan gegessen, alles super. Fahrt ihr dann, seid ihr dann nach Hause gefahren oder habt ihr dann in Köln gepennt? Ja, nach Hause gefahren. Ja, ah, okay. Der Herr hat einen Bulli und hat dann uns mitgenommen. Er hat dann die Spritkosten gekriegt. Und dann das dann. Cool. Ja, weil der vom Valhalla ist, da ist so ein Stammgast, der hat quasi so eine Bandwohnung. Naja, der Micha. Der ja, Micha. Genau. Und der schöne, Grüße, schöne Grüße an der Stelle, super Typ. Ja, das ist nämlich auch immer. Ja, auch mit dem Herzen auf der richtigen Seite. Mit dem Fußball und so, ja. Da habe ich den nämlich kennengelernt im Fußballstadion. Den Micha. Ach, guck mal. Der ist klein, bis nach Köln sogar. Ja, der ist halt auf derselben Seite wie ich beim Fußball. Ja, okay. Ja gut, ja, nee, also mega Typ und ich bin erstmal, als ich bei ihm rein bin und habe diesen Fernseher in seinem Wohnzimmer gesehen, da habe ich gedacht, boah Junge, ey, ich hätte nicht gedacht, das ist ein technisches Gerätschaft, mir eine Erektion zu verpassen, aber es hat funktioniert. Schon geiles Dingen. Moment, ich muss hier, ich bin so ein bisschen abgedriftet, ich muss mir hier wieder meinen Fragenkatalog rauskramen. Genau, jetzt auch eine, glaube ich, eine sehr schöne Frage, die gerade auf eine Band passt, die es schon so lange gibt wie euch. Einmal das geilste Erlebnis als Band, ja, und einmal eins, was vielleicht negativ behaftet in euren Köpfen geblieben ist. Also ich kann dir ganz schnell Negatives Behaftetes sagen, und zwar hat es uns 10 Jahre gegeben und ich habe etwas getan, was ich eigentlich äußerst selten tue, wenn wir auftreten, und zwar saufen. Und ich hab mich vor unserem 10-jährigen Gig im damaligen Graffiti besoffen und deswegen habe ich einen scheiß Gig abgeliefert. Und danach haben die Jungs mir eine Standpauke gehalten und die habe ich auch verdient gehabt. Und das ist mir echt negativ im Kopf geblieben. Okay. Ja. Weil es vor allem auch zu unserem 10-jährigen war. Ja, so, es war zu unserem 10 war Heimspiel bei uns in Soest. Hütte war voll. Ja, so. Und das ist mir einmal passiert und nie wieder. Ja, aus Fehlern lernt man, ne? Dann lieber nach dem Gig. Dann nach dem Gig macht sowieso viel mehr Bock. Ja, genau. Nach dem Gig ist das auch viel geil. Ne? Ja. Aber was auf jeden Fall positiv so insgesamt ist, sage ich jetzt mal so, in den letzten 1-2 Jahren ist irgendwie so eine kleine, hier in der Region auch so eine kleine Truppe entstanden, sage ich jetzt mal, ne? Also die örtliche Szene so herum, ne? Und da haben wir dann auch mal auf so einem ganz, ganz kleinen Mini-Garten-Festival gespielt, jetzt auch schon zum zweiten Mal und dieses Jahr zum dritten Mal. Dieses Jahr zum dritten Mal und das ist einfach so, ja, das kann man gar nicht beschreiben, wie das ist, weil das so cool ist. Ne? So, und dann macht man da auch irgendwie Leute glücklich, spielt in irgendeinem Garten, weißt du, so Open Air mäßig, ne? Alles im kleinen Rahmen und so und total cool. Ne? Und die Leute, weiß ich nicht, manche von denen, die haben uns schon 5-6 Mal mal gesehen und so und finde es immer wieder geil. Ne? Gehen immer wieder ab, lieben die Musik oder und so. Ne? Oder was sowieso immer ist, ist unser Alter, was ist, der hat das mal so schön gesagt. Und wenn du nur einen Menschen zum Moschen bringst, dann hast du die ganze Welt gerettet. So, ne? Also nach dem Gig haben wir ganz oft irgendeine Situation, wo dann irgendein Typ rumkommt und sagt, wie geil die Musik ist. So. Ja, und das ist immer wieder ein super cooler Moment, ne? Wo man dann noch irgendwie merkt, wofür man es dann so macht. Ne? Das ist halt einfach Metal. So. Ja. Metal-Inferno in Paderborn, der erste Circle. Genau das. Ja, der war zwar klein, aber er war klein. Aber wir haben halt da fett abgeliefert, ja, solche positiven Sachen. Und also was für mich das absolut positiv ist, und das ist von Anfang bis jetzt, ist das halt, dass wir halt wirklich die Jungs sind, die Manera sind, von Anfang an und ja, da bin ich halt einfach, das ist halt einfach das Positivste und Geilste, weil, ja, das ist halt, das sind wie Familie, das sind wie meine Brüder, die Jungs. Ja, so, weil wir sind 20 Jahre, machen wir zusammen Mucke. Wir treffen ja. uns 20 Jahre, einmal die Woche, so, ja, treffen uns im Proberaum und machen Mucke. Ja, ja so, das ist,
Das ist wirklich so. Ich habe keine Geschwister oder sowas. Ja, so. Ja. Die Verwandtschaft ist auch für den Arsch, bis auf 2-3 Leute. Das sind meine Brüder. So, ja, ja, so ist wirklich. Das ist meine. Ja, ich sage auch mal, Familie muss nicht immer blutverwandt bedeuten. Genau so ist. Ne? Ich meine, ab einem gewissen Alter sucht man sich seine Familie aus. Und wenn ich keine aussuchen könnte, würde die definitiv direkt dazugehören. Also. Und das ist eigentlich so das Positivste aus der ganzen Nummer. Ja, ich finde, man merkt euch auch, ich habe mir so ein paar Live-Auftritte natürlich angeguckt, ne? ich professionell wie ich bin ich natürlich vorbereitet an die Sache rangegangen. Ja. Ich habe auch das Interview gesehen, aber jetzt, ich weiß jetzt nicht mehr, da wart ihr, da wurde ihr von einer Dame interviewt an so einer Theke, ich weiß aber gar nicht mehr. Ja, Metal for Mercy Festival war das, genau. Ja, genau. Und also man merkt, dass ihr sehr retourniert ist auch geil, ich sag's immer wieder retourniert. Routiniert seid, ja. Man merkt auch, dass ihr richtig Bock auf der Bühne habt. Ich sag mal, das soll oder ist natürlich schon bei den meisten Bands so, ja, außer bei ganz elitären Black Metal, die dürfen sich halt nicht bewegen aus Prinzip. Aber man sieht halt schon, wenn die Bands Spaß haben oder halt nicht, ja. Und ich finde das, wenn ich jetzt zu einer Band gehe und sehe, die rattern da jetzt nur ihr Set runter, weil die jetzt irgendwie ihre Gage reinhauen wollen, dann habe ich auch gar keinen Bock, die Band richtig zu verfolgen. Wenn ich aber sehe, die Band hat Bock, dann ist automatisch, geht auch aufs Publikum über. Ich finde übrigens, Sven, vielleicht wurde jetzt auch schon mal gesagt, von deiner Bewegung her auf der Bühne, erinnerst du mich auch an einen ganz bestimmten Sänger aus einer sehr berühmten Band. Jetzt bin ich aber richtig gespannt. Schätz mal, wer könnte das sein? Boah. Johann Hegnicht, der ist zu fett. Naja, nee, aber der macht auch, also du bist ja relativ aktiv auf der Bühne. Ja, ja. Ja. Axl Rose. nee, ich muss tatsächlich, an wen ich sehr oft denken musste, wenn ich so Live-Clips gesehen habe, ist Phil Anselmo von Pantera. Cool. So geil. Also weil vielleicht war es auch Zufall in dem Moment, aber du hältst das Mikro ja auch, du hältst das ja immer so. Also du hast das ja nicht so klassisch wie, was weiß ich, jetzt George Fischer oder so in der Hand. Und je nachdem, wie gesagt, wie du dich bewegst, muss ich so denken, okay, wenn er jetzt keine Haare hätte, dann würde ich sagen, das ist so ein Phil Anselmo aus Westfalen Thrash Metal. Nein. wie sieht's denn aus mit einem aktuellen Album? Ich glaube, wenn ich es richtig gesehen habe, ihr habt eins, was jetzt ist es schon draußen oder kommt es noch raus? Ich habe, siehst du, ich sag gerade, ich bin voll gut vorbereitet und jetzt stelle ich so eine Frage. Sowohl als auch ist die Antwort. Wir haben ja mal die EP irgendwann aufgenommen. Wie lange ist die jetzt? Für die Glasbau und die hängt da. Ja. Guck mal da drauf. Also, sag ich mal, noch vor Corona. Da sind 22. Ja. Von 22 war das letzte Ding. Die Aufnahme war. Genau, und wir sind aber schon wieder fleißig. Also, wir haben die Zeit jetzt, wo wir jetzt 3 Monate leider nicht proben konnten. Waren wir halt bei unserem Christian, bei unserem Bassisten im Keller und haben da halt schon jetzt 2 Songs. Ja, 2,5 Songs, sag ich mal, aufgenommen. Ja, also wir sind fleißig dran. Haben das genutzt und wir haben jetzt noch mal 2 Songs, die wir noch aufnehmen können. Mhm. Also haben wir schon mal 4 Songs. Dann hoffen wir, dass wir vielleicht noch 3, 4 bis Ende des Jahres dabei kriegen. Mhm. Und bis Ende des Jahres dann, ja, wieder was Neues hoffentlich am Start. Aber erinnert ihr euch noch an die Zeit, wo wir mal gesagt haben, wir haben den nächsten neue Scheibe raus und das ist nie passiert? Ja, die Zeit hatten wir leider auch mal. Wir hatten auch zwischendurch mal ganz schöne Hänge. Gab auch mal dunkle Zeit, ja. Ja, ich hatte eine Band, wir hatten nicht einen Song draußen. Ja, wir haben aber Bandshirts gehabt und wir haben hinten 18 Städte, also Tourdates hinten drauf gemacht. Also, aber wir haben halt nur die Städte und Doppelpunkt, aber keine Daten dahinter gemacht. Einfach. ja, eigentlich war das total bescheuert, aber wir fanden es halt in dem Moment lustig. Aber naja, du kannst halt, man kann ja nicht immer durchgehend nur kreativ sein. Ja, also ich kann mich an so ein paar Bands, könnte ich vielleicht jetzt 5 aufzählen, wo man sagt, okay, da kommt kontinuierlich, seit sie, was weiß ich, aus den 90er gibt, alle 2 Jahre oder 3 Jahre regelmäßig ein Album raus. Aber es gibt ja auch Bands, keine Ahnung, die bringen dann alle irgendwie, ich weiß noch, Benediction ist also meine absolute Lieblingsband. Und
dann kam das neue Album raus und dann dachte ich, Alter, krass, Alter, das andere Album ist einfach schon irgendwie schon wieder 18 Jahre her oder so und dann kommt ein neues Album und schon wieder 9 Jahre her. Und ich denke, Alter, was habt ihr denn bitte für einen Rhythmus? Ja, deswegen ist, glaube ich, wenn man mal so 2-3 Jahre sagt, okay, jetzt kommt mal gerade nichts, dann kann man das, glaube ich, schon verkraften. Ja, okay, das heißt, ihr seid jetzt dran, habt aber jetzt noch kein irgendwie so eine Deadline für euch oder irgendwie eine Zeitung, wo ihr sagt, okay, da hätten wir es gerne draußen. Aber es funktioniert bei uns auch einfach nicht. Nein, nicht funktioniert. Und dann hätte man irgendwie wieder Druck und dann, weiß ich nicht, dann passieren Dinge. Also ich sag mal, den Wunsch haben wir uns gesetzt bis Ende des Jahres. Ja. So, das wäre unser Wunsch. Aber wir sagen nicht, dann muss es dann so sein. Wenn es dann nächstes Jahr März ist, dann ist es halt nächstes Jahr März. Ja gut, da wir das jetzt selber aufnehmen, haben wir jetzt auch nicht den Studio oder so. Ne? Ja, wollte ich gerade sagen, du hast jetzt nicht, dass du irgendwie sagst, okay, ich habe jetzt 2 Wochen Studiozeit gemietet und jetzt muss das ballern, weil sonst meine Studiozeit ist wenn du es mietest, unbezahlbar. Genau. Ja. Und wenn du dann noch irgendwie sagst, okay, jetzt habe ich aber 2 Wochen und mir fehlen aber noch irgendwelche Spuren. Ne? Ich meine, das Schöne ist, das habe ich auch, ich wiederhole mich da halt auch ganz oft, aber es ist halt gerade in dem Bereich, wo wir uns alle bewegen, wo ein Großteil der Bands keinen Plattenvertrag in dem Sinne haben, dass Studio und alles bezahlt wird. Ja, wenn du mal Glück hast und hast ein kleines Label, dann unterstützt die dich vielleicht ein bisschen beim Vertrieb, mach ein bisschen Werbung, ja, aber dass du so ein Deal hast, wo die dir wirklich alles bezahlen und du am besten noch 10.000 Euro Vorschuss kriegst, das ist halt nicht so oft. Ja. Und das Schöne ist aber, dass du mittlerweile Alben rausballern kannst, die im Home-Recording entstehen, wo du denkst, Alter, da ist irgendein Universal Ultra-Studio hinter. Ja, und dann sagst du, nö, das habe ich zu Hause im Wohnzimmer, hier ein bisschen da, ein bisschen hier eingestellt, da gemixt und gemastert. Und denkst, Alter, ey, mein Subwoofer, der ballert mir gleich meine Wand weg. Wie hast du das denn hingekriegt? Und das ist halt das Geile, dass du als irgendwann wird mir ein vernünftiger Ausdruck dafür einfallen. Ich will nicht sagen eine kleine Band, aber ich finde auch eine Band so wie ihr, die seit so langer Zeit Musik machen, als Underground-Band zu bezeichnen, auch immer schwierig. Ja, weil man, aber ihr wisst, glaube ich, was ich meine. Ja, so. Mhm. Und wenn du als Band, oder ich sag mal so, wenn du als Band finanziell nicht unabhängig bist, ja, und nicht, sagen wir mal, sagst, ich kann jetzt 30.000 Euro in irgendeine Produktion reinstecken, kannst du trotzdem heutzutage richtig geile Platten rausbringen, ja, weil ich glaube, das war früher oft so ein Problem, wenn du dir irgendwie, ich weiß noch, ich habe mal von einer Band eine CD gekriegt, ja, richtig fettes Digipack und ultra geil, ich so, boah, also richtig edel, und dann machst du die Platte rein und dann klingt das so, als hättest du mit dem MP irgendwie oder mit dem Handy hinten aus dem Publikum gefilmt. Ich so, Alter, ihr könnt doch, ey, ihr macht so ein geiles Digipack und dann rotzt ihr da so. Und der so, ja, wir hatten keine Kohle, weil wir wollten es aufnehmen. So. Ja, siehst du, jetzt habe ich schon wieder so ehrenlang ausgeholt. Ja, aber ich finde es geil, dass man halt, ohne dass man jetzt da Millionen in die Hand nehmen muss, so geil produzieren kann. Ja, wir haben jetzt einmal ein bisschen Geld in die Hand genommen und für Studio-Equipment. Und es hat sich wirklich gelohnt, richtig, dass für die EP waren wir im Studio. Ja. Waren tatsächlich nicht so zufrieden. Okay. Und dann haben wir gesagt, wir versuchen es jetzt beim nächsten Mal selber. Und da sind wir jetzt bei. Wie gesagt, jetzt haben wir einmal ein bisschen Geld in die Hand genommen für das Studio-Equipment. Ja. Ist jetzt dann aber auch und können es halt dann immer um den Weg nutzen. Ne? Das wollte ich gerade sagen. Da kannst du dann, wenn du, was weiß ich, 3-4 Alben oder so mal aufgenommen hast, hast du wahrscheinlich die Kosten, die du im Studio sonst oder was weiß ich wo verbracht hättest, wieder drin. Ja. Okay, das heißt, die Platte ist ist in Arbeit, sagen wir so, lass uns einfach mal stehen. Ja. Jetzt habt ihr gerade gesagt, ihr seid seit die Pandemie aufgehört hat, viel live unterwegs. Was steht an? Wo können die Leute euch so in der nächsten Zeit sehen? Und genau, die Frage, bevor ich die vergesse, die stelle ich direkt mit. Was wäre so euer Wunschfestival, wo ihr gerne mal auftreten wollen würdet? Im April, Ende April sind wir hier bei uns in Soest in der Stadt. Mhm. Und das nächste, was mein Wunsch immer war, ist jetzt 25. Mai Helvete. Ah, okay. Genau. Ach, das spielt dann auch mit Final Error zusammen, meine ich, ne? Nein.
Das ist in Soest mit Final das Error. Das ist in Soest mit Final Error, genau. Ach nee, Final Error spielt am 25. aber in Köln in Valhalla, so war's. Ja, genau, so ist das. Ja, okay, ja. Genau. Und da sind wir jetzt glücklicherweise zugekommen, im Helvete zu spielen. Auch ein geiler Laden. Quasi mein Wohnzimmer. Also ich komme halt zwar nicht direkt aus Oberhausen, aber aus Wesel, das ist so eine 20 Minuten Fahrt mit dem Zug. Ja, geiler Laden. Ja, und? Aber auch war was, wo ich da bin ich jetzt erstmal zufrieden. Wo ich sage, da wollte ich immer mal gespielt haben, weil da alle spielen. Habt ihr da schon Bands gesehen, zufällig? Ja. Also ich frage deswegen, weil der Sound da immer ultra, ultra fett ist. Also, ja, ne, ja. Die haben ja auch dann festen Soundmann, ja. Der natürlich auch die ganzen Gerätschaften alles kennt, ja. Aber ich bin jedes Mal wirklich positiv überrascht. Ja, egal, ob es jetzt super schneller Highspeed Black Metal ist oder ob es irgendwie so Stoner ist oder so, der Sound ist immer 1A. Also da, deswegen kann ich verstehen, wenn man sagt, man will unbedingt mal spielen. Ja. Wenn man halt noch nicht da gespielt hat. Und die haben auch einen geilen Backstage-Bereich. Okay. Das letzte Mal haben wir die Band von Boris da gesehen, dessen Namen ich jetzt nicht aussprechen möchte, weil. Mrak! Du musst es langsam anfangen und schnell enden. Mrak! Genau. Die haben wir da gesehen. Glaube ich. Ja. Oh, da gebe ich auch mal mit an. Die habe ich mal, hier in Wesel gibt es einmal im Jahr Eselrock. Ja, das auch, das meine ich nicht. Krachgartenfestival, das ist so ein kleiner Proberaumkomplex. Ja. Okay. Mit einer richtig geilen, fetten Hausbühne. Und da haben die mal, ich glaube, das war sogar ihr erstes Konzert, hat der mal erzählt. Und da haben die gespielt und da wurde es gerade dunkel. Und dann haben die so ganz blaue Beleuchtung, überall stehen die Patronenkisten auf der Bühne. Und dann fängt halt dieser Geigerzähler-Sound an. Ey, Junge, boah, ich habe noch nicht einen Song gehört und ich habe schon Gänsehaut. Alter, was das bitte für eine Atmosphäre gerade? Ja. Mitten im Sommer war das und auf einmal hast du das Gefühl, das sind minus 30 Grad. Ja, geil. Ja. Okay, also 25. Mai Helvete. Richtig, genau. Und 27.04. Nox Club in Soest mit Final Error. Genau, ehemals Soundgarden. Jeder, der in unserem Alter ist, kennt den Laden als Soundgarden. Und du hast das Buckingham vergessen. Also wir haben am 20.06. noch die Gartenparty. Die Gartenparty, genau. Aber das ist leider ausgewählt. Genau, das ist halt ausgewähltes Publikum. Das ist Privatparty. Ja, okay. Ja, aber das ist da, wo ihr eben erzählt habt, wo quasi, was schon so der... Richtig familiär zum Clubtreffen ist quasi. 50 bis 70 Leute kommen da hin und das macht halt wirklich Spaß. Ja, und Wunsch? Ja, Wunsch. Also für mich ist natürlich ganz klar Partisan, ne, ganz klar, steht eigentlich mit auf Nummer 1. Dann das Rude-Festival. Kennst du das Rude-Festival? Boah, ich glaube nicht. Der sagt mir das Rude-Festival ist so ein ganz kleines, also das heißt ganz klein, so 2000 Besucher hat das ungefähr. Das ist in Magdeburg, da fahre ich auch jedes Jahr mit meiner Frau hin. Es ist mitten im Wald, von der Location finde ich das mega fett. Ist da nicht auch das Wolfszeit-Festival? Nee, ich glaube nicht. Die machen aber auch, da ist eine Lichtung und drumherum ist überall Wald, ja, okay. Und ich habe natürlich noch mein Hof- und Wiesen-Festival hier, das Rockhardt-Stadt im Ruhrgebiet. Ja. Jedes Jahr hinfahre, da würde ich natürlich gerne spielen, weil ich da halt von seit dem ersten Rocker-Festival war ich halt zum Rocker-Festival, ich habe nicht eins verpasst. Ah, okay, so. Cool. Und deswegen, und das ist halt in der geilen Schüssel da, in dem Amphitheater. Ja. Ne? Also das fände ich auch schon ziemlich fett. Ja, so. Ja, okay, ist glaube ich eine... Das fände ich ab, ja, so. Ne? Ja, aber also, muss ja nichts heißen. Ja, also... Ja, ihr habt jetzt auch keinen Sound, wo man sagt, irgendwie, weiß ich nicht, der ist so anstrengend, sage ich jetzt mal, was weiß ich, so, dass du in 20 Minuten 90 Songs ballerst und so ein Grindcore-Dings hast, wo du immer nur ganz ausgewählt dich irgendwo platzieren kannst. Ja, ich glaube, ihr habt einen sehr kompatiblen Death Metal Sound, würde ich jetzt mal behaupten, weil ich glaube, jemand, der Thrash Metal hört, der wird euch geil finden. Jemand, der Death Metal mag, der wird euch geil finden, weil ihr auch so ein, ich will nicht sagen so ein Party-Sound habt, aber dadurch, dass ihr halt auch viel Melodien drin habt, ja. Und ich glaube, dass
ja, so sich sehr gut in verschiedene Lineups einfügen lässt, das so, weißt du, und deswegen klar ist es schwer, auf so einen Rockhard oder so zu kommen, weil jede Band wahrscheinlich die Metal macht, oder gerade im extremeren Bereich ist, will natürlich auf Partisan, auf Summer Breeze und irgendwie, keine Ahnung, auf Rockhard, ja, gerade dieses Amphitheater, ne, und direkt dahinter ist der Kanal, also eine geilere Location gibt's ja fast nicht, ja. Okay, das heißt, wenn hier Veranstalter zugucken und ich weiß, dass das einige tun, die können auf euch zukommen, ja, und wenn die dann noch Connections haben, um euch aufs Rockhard zu bringen, dann hättet ihr da offensichtlich auch nicht so viel gegen. Nein, nicht ganz. Okay, ja, na gut, mein Gott, dann halt mal Rockhard. Ja. Genau, dann haben wir noch zwei Fragen habe ich noch. Ja, ja. Und zwar die eine Frage ist Nickelback. Fragen wir euch an und sagen, pass auf, wir bräuchten euch für eine Europatour. Wir sind witzigerweise auch auf dem Rockhard und auf dem Partisan, warum auch immer. Und seid ihr ein paar Leute mehr und ihr kriegt 2,5 Millionen für 15 Shows. Ja, auch unter dem, natürlich unter dem Banner Minera. Aber ihr dürft nicht einen Song von euch spielen, sondern ihr müsst 1:1 Tokyo Hotel covern. Also nicht Death Metal Tokyo Hotel. Auch kein Death Metal Tokyo Hotel, nein, sondern schön, du hast gesagt, du hast Clean Gesang gemacht, also kannst du auch durch den Monsun performen. Alter, aber wer soll denn das singen? Wie ich am Playback auf meine Stimme. Ja. Oh. Aber 2,5 Mille, ich meine, man muss es ja mal so sehen. Ja? Also wenn du sitzt, also jetzt, also ich sag erstmal, mein Arsch verkaufen. Aber dann sind 2,5 Mille aber schon durch 5. Aber es sind 2,5 Mille durch 5. Dann sitzt ja nicht mehr. Dann kannst du dich nicht nur noch 500. Dann kannst du dich nicht komplett zurückdrehen. Aber du könntest natürlich, also ich sag mal, du könntest natürlich die Chance nutzen, diese 2,5 Millionen reinvestieren in Minera. Die will danach keiner mehr sehen. Okay. Ja, aber dann kannst du dich einkaufen. Wenn du dich einmal so blank und verkaufst, dann bist du unten durch. Dann kannst du dich einkaufen. Das ist meine Meinung. Also wenn du sowas bringst, ist schwer. Da verkaufst du deine Seele. Das natürlich verkaufst du die. Ja, also wir haben natürlich auch schon die witzigsten und verschiedensten Antworten bekommen. Ja. Ich glaube aber, wenn da wirklich. Da liegt ein Scheck und das sind 500.000 Euro. Ja. Leute, vergessen schnell. Dann überlegst du schnell. Ja, da bin ich fest von überzeugt. Also jeder hat seinen Preis. Jeder hat seinen Preis. Guck mal, du könntest danach, du könntest für 500.000, du könntest so eine fette Ultra, du könntest goldenes Vinyl rausbringen. Ja. Und der erste Song würde heißen: Danke für nichts, Nickelback, wir hacken euch die Köpfe ab. Dann werdet ihr die Seele wieder reingewaschen. Ja, genau. Nein, ich weiß ja nicht. Aber es macht doch, mein Gott, Slayer sind jetzt auch wieder da, die haben auch gesagt Tschüss und bla bla bla, weißt du, die Scorpions sind seit 20, euch gibt es seit 20 Jahren und die Scorpions sind seit 20 Jahren auf Abschiedstour. Also. Ganz genau so. Also ich sage ja, jeder hat seinen Preis. Also das finde ich eine coole Frage, ja, wirklich, weil ich müsste echt stark überlegen, weil ich sage, klar, einer hat Alex vollkommen recht, Seele, Arsch verkaufen, aber man muss auch überlegen, was man mit so viel Geld halt vielleicht auch Gutes tun kann. Nach diesem, dann beißt du halt in den Apfel, in den sauren Apfel gehst du ein Jahr mit diesen Rockstars auf Tour, ist ja auch eine Erfahrung, hallo? Haben wir auch gedacht, also, hätte ich prinzipiell nichts gegen. Also, geht nur um das Tokyo Hotel, was halt. Es geht halt um das Tokyo Hotel, was ich. Ja, spielen. Aber das ist ja klar. Ich kann ja nicht sagen, Nickelback fragen an und ihr sollt Testament, Exodus und Amon Amarth covern. Dann würde ich ja so, ja klar, warum nicht? So. Ja. Auch wenn es jetzt vielleicht nicht deine eigenen Songs sind, aber du kannst Metal spielen. Ja, es ist immer noch, in dem Dunstkreis, wo ihr euch auch bewegt. Deswegen muss natürlich irgendeine Band hin, die triggert, wo man sagt, boah. Ja, natürlich, Tokyo Hotel. Ja. Ist schon schwierig. Genau, das ist genau deswegen auch die Frage. Und Nickel, aber witzigerweise, ich merke, ich muss Nickelback austauschen, weil die kommen gar nicht, da wird gar nicht mehr gehält, weil Nickelback ist nicht so schnell weg. Also das ist halt,
Das ist halt Hallenrock oder Stadionrock. Stadionrock, das ist halt Stadionrock. Ich meine, stehe ich nicht drauf, aber. Ist jetzt auch nicht ultra scheiße, aber ich muss auch mal finden, ich muss eine andere Band finden, die mehr triggert so. Ich überlege mir mal was. So, pass auf. Ihr trefft einen Alien und ihr habt genau einen Satz und dürft eure Band beschreiben. Death Metal. Nein, Alien. Aber der spricht schon meine Sprache, ja. Der, nein, aber er hat so einen geilen technischen Übersetzer, der weiß, was du sagst. Okay, alles klar. Okay. Aber wir haben auch schon eine Band gehabt, die haben dann in außerirdisch versucht zu antworten, deswegen, das war dann die Antwort, okay. Deswegen habe ich ja gefragt, ob der mich versteht. Ja. Den müsste man sagen, jetzt guck mal, ihr seid so weit hier rüber gekommen, ja? So weit hier rüber gekommen. Stopp, nee, du holst zu weit aus. Ein Satz. Wir sind der Grund, warum ihr hier gelandet seid. Ihr müsst uns sehen. Und wir sind der Grund, warum wir wieder abreisen werden. Nein. Wir fahren alle mit dem Shirt nach Hause. Ja, wunderbar. Dann. Ja, erstmal vielen Dank, dass ihr da wart. Ihr seid, glaube ich, eine der wenigen Bands, wo wir einen Termin ausgemacht haben und den auch direkt einhalten konnten. Oder ich weiß gar nicht, haben wir ihn auch 5-mal verschoben? Ist aber auch egal. Ja, meistens liegt es auch an mir, weil ich dann irgendwie... Was? Nö, wir haben den nicht verschoben. Nee, ne? Ich auch nicht, ne? Nein, nee. Was denn? Ich bin stolz auf mich. Wir sind auch stolz auf. Also was mir oft passiert ist, dann kriege ich in WhatsApp, yo, wir sind soweit. Und ich denke so, Alter, ich bin gar nicht zu Hause. Wie so? Yo, wir haben einen Termin jetzt. Oder ich sag den Bands Termine ab, die ich noch gar nicht vereinbart habe. Das ist auch geil. Und dann habe ich gesagt, okay, jetzt musst du erstmal Kalender, erstmal wieder klarkommen und erde dich mal, das geht so nicht weiter. Die Leute denken schon, du bist bescheuert. So. Ja, vielen, vielen Dank, dass ihr da wart. Ja. Tradition ist, dass bei uns die Band das letzte Wort hat. Ja, oder die Gäste. Dementsprechend, ich kann schon mal sagen, es wird wahrscheinlich so wenn es online ist, wahrscheinlich so in 2-3 Wochen. Ja, das, da sage ich aber nochmal genau Bescheid, sobald ich weiß. Und dementsprechend hat die Band das letzte Wort. Ich bedanke mich, dass ihr da wart und bitte. The stage is yours. Ja, ich möchte einmal sehr wertschätzen, dass du dich da so mit so Underground-Fans auseinandersetzt. Jo. Das kann man ja vielleicht auch mal sagen. So, ne? Durch sowas lebt so eine Szene ja auch. Ne? Es gibt ja uns, so Musikanten, ne? Aber ohne so Leute wie dich, weißt du, die das auch abfeiern, die sich für sowas interessieren, die den Leuten nochmal irgendwie abseits der Bühne eine Bühne bieten. Ne, das ist ja mittlerweile auch, sag ich mal, einfacher geworden und so. Ne? Und umso schöner, dass es dann auch wirklich Leute machen. Ne? So, also ich meine, wahrscheinlich würdest du dich auch freuen, wenn es vielleicht mal Nickelback anklopfen würde oder so. Weiß ich ja nicht. Ne? Mit Tokio Hotel. Guck mal, jetzt muss ich doch einmal kurz nochmal reinsprechen. Also es ist tatsächlich so, dass wir auch schon 2-3, also zum Beispiel Fernanda von Krypta habe ich schon im Interview gehabt. Oder wir haben jetzt Chris, der hat jetzt, glaube ich, gestern den Sohn von Phil Campbell hier von Motorhead, den Gitarristen gehabt. Also wir haben zwischendurch schon 2-3 große. Das machen wir, ist aber bei uns nur Mittel zum Zweck. Ja, weil wenn du große Namen hast, dann gucken das mehr Leute logischerweise. Und dann hast du aber so 10, 20 Leute, die sagen, ey, die Jungs sind ganz cool und das, was die machen, da lasse ich ein Abo da. So, das heißt, das ist bei uns im Prinzip nur Reichweite erweitern. Damit wir quasi Bands, die halt nicht so eine Reichweite haben wie Metallica und Tralala, ein bisschen mehr Reichweite bekommen. So, dementsprechend freuen wir uns natürlich, wenn große Bands auch anfragen. Ja, wir machen es auch, aber primär geht es darum, den Underground ein bisschen zu pushen. In diesem Sinne, jetzt habe ich noch das letzte Wort gehabt. Sei denn, ihr möchtet noch was sagen. Ich will auch nichts mehr zu sagen. Ich hoffe, wir sehen uns in Helvete dann, würde ich sagen. Am 25. ne, ist das? Ja, da kannst du nicht, das hast du mir ja schon geschrieben. Ja, da bin ich in Freiburg auf dem Konzert. Und deswegen frage ich mal, ich gucke das mal von dieser privaten
Soll ich dir das mal von der Privatparty schicken, wo wir spielen? Wo ist das? Wann ist das? Das ist in der Nähe von Soest. Soest ist, glaube ich, ich glaube, Soest ist gar nicht so weit weg. Ja, schick auf jeden Fall. Hinter Dortmund von dir aus. Ne? Ich schicke dir das mal rüber und ich kläre das mit dem Sven, also der heißt auch Sven, der Veranstalter, und sagt ihm hier, da kommt unser Podcaster, der will uns unbedingt mal live sehen. Dann geht das schon in Ordnung, wenn ich dem das sage. Ja, man kann das ja auch einfach kombinieren, dass wir so einen kleinen Gift- und Galle-Bericht machen. Wir machen ja auch so Live-Berichte. Ja, das stimmt, super. Ja, das ist ja, auch wenn das vielleicht ein Privatfestival ist, aber das kann er dann gucken, ob das für ihn interessant wäre, wenn man das auch mal zeigt. Ja. Ja. Und ja, klar, machen wir. Cool. Dann, danke euch und euch noch einen schönen Abend und wir hören voneinander. Hey, gleichfalls. Ja, alles klar, dir auch. Ciao. Danke euch, ciao. Ciao. Yo, Gips und Galle, der Metal Talk für harte Kerle und harte Kerlinnen. Wir supporten, wir stellen vor und wir machen Thementalk. Denn wir sind der Underground.